Hallöchen. Jetzt seht ihr hier das IC, was mir ja auseinandergeknallt ist. Ach, jetzt sehe ich gerade, ich habe meinen Monitor gar nicht an hier. Was ja geplatzt ist. Deswegen gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Mach mal hier. Signal wird gesucht da. So, ich muss aber hier mal mit dem Licht irgendwie ein bisschen. So. Jetzt können wir uns das mal ein bisschen genauer ansehen. Da, das ist richtig aufgeplatzt. Und das ist von Oki. Und eigentlich ist das ein Qualitäts-IC. Aber warum ist das so aufgeplatzt? Ich versuche das mal ein bisschen weiter auseinander zu kriegen. Da wir mal reingucken können. Vielleicht wird das ja was. Oder ich muss es noch mal heiß machen. Richtig schön heiß machen. Hier. Ja, ich mit dem Licht hier. Ich guck mal, ob ich mit dem Licht noch was machen kann. So. Ich hoffe, das geht so. Kriegen wir das ein bisschen weiter auseinander? Ich glaube, das wird ein bisschen. Ich mach mal die Heißluft an. Machen wir das mal richtig schön heiß. So, komm. Full Power. Alles was geht. So, doch 500 Grad sollten reichen. Hier. Ich nehme jetzt nur die Kraft, die Pinzette ausübt. So, der ist jetzt so offen.
natürlich heiß. Ah, na gut. Ja, na gut. Ist nicht viel zu sehen. Ich glaube, der Siliziumchip ist hier unten drunter. Den kriege ich da jetzt nicht raus. Hier ist das Gegenstück. Ja, das ist nur das Plastik oder was auch immer das hier sein soll. Plastik, ja, irgendwie so ein Plastik. Aber warum ist der so aufgeplatzt? Wenn der so zu ist. Ja, natürlich doof. Oder war das jetzt das Flussmittel, was da vielleicht irgendwo in einen Zwischenraum rein ist und dann den auseinandergedrückt hat? Aber der braucht ja richtig viel Hitze, um da. Und ich hatte den nicht auf 500 Grad, ich hatte den hier auf. Was waren das? 400, irgendwo bei 400 Grad gehabt. Ja. Das war das. Das ist nicht so schön. Tja, kann man nichts machen. Kaputt ist kaputt. Ja, die sowieso nicht mehr benutzen kann. Ich werde dann also versuchen, ich weiß nicht, ob ich das nachher gleich nochmal mache. Ich löse sie mal aus, die vom Amiga 500, da wollte ich noch sagen, der hier hat 18 Pins und der vom Amiga, der hat 20, aber da hat ein Pin nicht connected und ein Adresspin mehr. Und wenn ich den Adresspin nicht belege und sondern auf Masse lege und nur die anderen Adressen, dann müsste er es doch eigentlich hinhauen. Aber muss ich eine Adapterplatine basteln, weil die Pinbelegung ist doch ein bisschen wild durcheinander. Ich habe nochmal verglichen. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache am blödesten. Ich werde ICs bestellen. Also ich bestelle mir welche, ich bestelle mir die in China. Da sind es. Sind sie noch recht günstig vom Versand her. Ist halt nur die Chance 50-50 was echtes zu bekommen oder fake. Wenn ich jetzt privat irgendwo kaufe für dreimal teurer, da ist die Chance zu 80%, dass es defekt ist. Das ist viel mehr Verlust, als wenn ich da in China kaufe und die Chinesen sind teilweise noch recht zuvorkommt, wenn ich dann zurückschreibe, besonders über das Portal, wo ich das mache. Nicht bei AliExpress direkt, das mache ich woanders drüber. Sind sie eigentlich noch ein bisschen zuvorkommt und erlassen dann vielleicht noch ein bisschen Geld oder schicken Ersatz oder was auch immer. Da sind sie noch irgendwo, die wollen zufriedene Kunden haben. Meistens. Bei privat ist es dann wieder so eine Sache, denn wenn ich sage, du, die sind aber defekt, dann sagt er, ja, kann ich nichts für, bei mir haben sie funktioniert, ist nicht mein Problem, so in dem Dreh. Da brauche ich nicht darauf hoffen, dass da ein Privatverkäufer da noch mit entgegenkommen würde. Ja, so wäre das. Gut,
Das wäre dann hier das Video. Ich werde mir jetzt mal was anderes vornehmen. Das habe ich auch noch auf der Liste. Kommt aber im nächsten Video. Also was anderes. Okay, bis dann. Tschüssi.